Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Spectacle Islands Tutorial Video. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Tutorial Video für die Spectacle Island. Das ist diese neue Karte vom Alien Jim, die so viele Besonderheiten hat. Und wegen dieser Besonderheiten dachte ich mir, eigentlich hat diese Karte ein paar Tutorial Videos verdient. Denn viele von euch tun sich mit einigen dieser Besonderheiten schwer und fragen sich, wie geht denn das und so. Ja, weil die Karte eben einiges zu bieten hat, das man so von anderen Karten nicht kennt. Die Karte Spectacle Island gibt es übrigens im Modhub zu laden und gibt es für PC, Mac und Konsolen. So, und hier sieht man schon das erste Problem, wo auch viele von euch schon drüber gestolpert sind. Der Hof sieht am Anfang ganz fürchterlich aus. Also hier liegt jede Menge Müll rum und manche von euch haben es probiert, das mit irgendwelchen Versteckmods wegzumachen oder sie haben diesem Hof einfach ganz den Rücken zugekehrt und woanders Häuser hingestellt. Aber Alien Jim hat uns Werkzeug in die Hand gegeben, wie wir den Hof schön ordentlich machen und dann hier einen tollen Hof haben können. Und zwar ist das ein relativ einfacher Trick. Und zwar kann man hier außer dem ganzen Müll auch kleine Bäume sehen, die wir sonst im LS19 so nicht kennen. Also hier sieht man auch so einen in seiner vollen Pracht. Der hat hier sogar eine rote Markierung. Und das sind Aufräumbäume, würde ich mal sagen. Wenn man die fällt, dann wird hier aufgeräumt. Dazu braucht man natürlich eine Kettensäge. Die kaufen wir jetzt gerade mal. So. Nehmen wir eine Husqvarna. So. Es ist egal, was für eine man nimmt. Jetzt drehe ich am Mausrad. Und mit gedrückter rechter Maustaste kann man das quer drehen. Und jetzt bewundern wir hier nochmal den ganzen Müll. Also alles voll mit Mülltüten und Bretter. Und das Haus sieht auch super oll aus und ist auch zugebrettert. So, jetzt fangen wir hier mal an. Also, mit der Steuerungstaste hocke ich mich hin, damit wir relativ weit unten sind. Aber es hat sich gezeigt, dass man die so am besten so hier in dem Bereich absägt. Also sägen wir mal. So. Den lassen wir jetzt einfach erstmal so liegen. Man kann ihn... Ach, wo wir schon dabei sind. Man kann ihn zersägen. Und dann bleibt meistens nur so ein Stückchen übrig. Und das kann man durchaus auch noch verkaufen. So. Jetzt haben wir hier sogar zwei Stücke übrig. So, das ist jetzt weg. Wie wir hier sehen, ist ein Teil vom Müll schon verschwunden. Und um das ganze Haus frei zu kriegen, muss man hier noch ein bisschen mehr arbeiten. So, jetzt sind hier schon die Fenster aufgegangen. Hier ist auch noch ein Baum. Mal gucken, was ist jetzt passiert. Die Haustür ist immer noch verrammelt. Hier ist noch ein Baum. Na, gucken wir mal hier. Hier ist auch noch alles zu. So. Und jetzt ist das Haus offen. Gucken wir mal vorne. Also normalerweise sollte man diese Bäume hier schön ordentlich entsorgen und dann auch die Stämme verkaufen oder so. Aber ich will es euch jetzt möglichst schnell zeigen. Jetzt kann man hier reingehen mit Klick. Hat ein schönes begehbares Haus. So. Und wenn man die Treppe hochgeht, hat man sogar ein Schlafzimmer. Na komm. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, die Treppe hochzugehen. Aber es geht. Das habe ich jetzt schon öfter gemacht. Ja, jetzt. Das ist bei Treppen im LS19 öfter mal so. Und hier bei dem Bett kann man dann mit R auch schlafen, wenn man müde ist. Also abends ab 7.
so. Und obwohl wir jetzt schon 4 Bäume gefällt haben, liegt hier immer noch recht viel Schrott rum. Hier zum Beispiel ein altes, unbrauchbares Auto. Und da bergeweise Müll. Und man sieht auch, überall sind noch diese kleinen Bäumchen. Diese Bäume müssen im Prinzip komplett alle abgesägt werden, um den Hof ordentlich zu kriegen. Hier zeige ich euch noch ein besonders beeindruckendes Beispiel, wo hier wirklich ein riesen Schrotthaufen ist. So. So. Alles ordentlich. Naja, nicht alles. Da links geht es noch weiter. Da kommt dann der nächste Baum. Wenn man sich sagt, das ist mir jetzt aber eigentlich ein bisschen zu blöde, die ganzen Bäume hier zu fällen. Ich will sofort einen schönen neuen Hof haben. Dann kann man hier hintergehen. Ich hoffe, ich finde das auf Anhieb. So. Hier ist so ein Klohäuschen mit Fliegen und so. Kann man gar nicht aufmachen, sonst kann man die bei Alien Jim immer aufmachen. Und hier ist ein Pfosten. Und da steht, cutting this signpost will, with a chainsaw, will permanently remove trash from farmyard. Also, wenn man diesen Pfosten hier mit einer Kettensäge absägt, dann werden alle Müllsachen vom Hof entfernt. Das mache ich jetzt mal. So. Okay. Das ist sozusagen der Baum der Bäume, so ungefähr. Und jetzt laufen wir mal zurück. Ups. Ja, jetzt ist hier... Also diese Sachen, die liegen da noch weiter rum. Aber der ganze Müll, das Gerümpel ist weg. Und auch die kleinen Bäume sind weg. Also das ist sozusagen die Methode für Leute, die keine Lust haben, die einzelnen Bäume zu fällen. Und wenn ihr euch fragt, warum ich das denn in meinem Let's Play nicht so mache... Das liegt daran, dass ich den Reiz der Karte ja gerade darin finde, dass man sich diesen Hof erst so nach und nach erobern muss. Das finde ich besonders interessant und das ist mit ein Grund, warum ich auf der Karte spiele. Aber mir ist natürlich klar, es macht nicht jeder ein Let's Play und dann kann das einfach auch nervtötend sein, die ganzen kleinen Bäume wegfällen zu müssen. Und es gibt übrigens... noch so eine Klostelle. Jetzt hüpfen wir hier mal über den Zaun. So. Mal gucken, wo es genau ist. Und hier zeige ich euch auch erstmal, wofür das andere nötig ist. Die Bäume, die es hier gibt, die sind, stehen nämlich... Die Felder, die es hier gibt und die einem auch gehören als neuer Farmer... Die stehen voller Bäume und sind dadurch praktisch unbenutzbar. Und wenn man hier hintenrum weiter lang geht, kommt man zu einem weiteren Klohäuschen. Und wenn man das hier fällt, dann verschwinden alle Bäume von den Feldern. Da spart man sich dann auch eine Menge Arbeit. Aber man muss bedenken, man kann mit den Bäumen ja auch relativ viel Geld verdienen. Und diese Verdienstmöglichkeit hat man dann natürlich nicht mehr. Aber dafür kann man gleich mit der Landwirtschaft beginnen. Gut, das war jetzt das Tutorial über Hof einrichten. Und ich denke mal, ich mache noch ein paar Tutorials über die Goldsuche und... wo man Propan findet und solche Sachen. Jo, ihr könnt mir auch mal schreiben, wie ihr die Idee prinzipiell findet, Spectacle Island Tutorials zu machen. Und
was für Themen ihr auf dieser Karte auch gern Tutorials hättet. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.